So überwacht der Führer Entwicklung und Fertigung aller Waffen der deutschen Wehrmacht. Er gab den Befehl zur Schaffung der gigantischsten Rüstung aller Zeiten und verfolgt ständig den Fortgang dieser Arbeiten. Diese gewaltige Rüstung, die Überlegenheit der Führung und die Tapferkeit unserer Soldaten werden den Endsieg im Freiheitskampf Europas entscheiden. Während der Soldat draußen in erbitterten Kämpfen die Front hält, arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition und wieder Waffen und wieder Munition in einem Stahlwerk.